Kilometerlang reiht sich LKW an LKW. Die kanadischen Trucker blockieren die Ambassador Bridge, eine der wichtigsten Handelsrouten zu den USA. Eigentlich passieren im Schnitt 8000 mit Waren beladene Lastwagen diese Brücke pro Tag. Jetzt geht gar nichts mehr. Der Protest erreicht damit auch das Weiße Haus. Es ist klar, dass es bei den Blockaden längst nicht mehr nur um die Impfpflicht geht, sondern weit darüber hinaus. Wir stehen in engem Austausch mit unseren kanadischen Kollegen. Seit inzwischen knapp 2 Wochen belagern hunderte Lkw-Fahrer die kanadische Hauptstadt Ottawa. Der Protest, der sich ursprünglich nur gegen die Impfpflicht für Pendler an der US-kanadischen Grenze richtete, hat sich inzwischen verselbstständigt, ist zum Happening geworden, dem sich immer mehr Menschen anschließen. Unterstützt werden sie auch von republikanischen Politikern aus den USA, darunter Ex-Präsident Donald Trump. Im Fokus die Regierung von Premierminister Trudeau. Es kann nicht sein, dass die Ungeimpften seit 2 Jahren öffentlich denunziert und an den Pranger gestellt werden. Lautes Hub- und Sirenenkonzert auch vor dem Parlament, als sich Trudeau drinnen den Fragen der Opposition stellt. Auch hier geht es hoch her. Der Premierminister rechtfertigt die Corona-Maßnahmen, wird immer wieder unterbrochen. Trudeau zeigt kein Verständnis für die Trucker. We have followed science. Wir werden weiterhin der Wissenschaft folgen. Wir werden den Kanadiern weiterhin den Rücken stärken. Wir werden weiterhin das Leben der Menschen hier schützen. Bürgermeister Watson hatte die Regierung zuvor zur Entsendung von 1800 Beamten der Bundespolizei aufgefordert. Die Lage in der Stadt sei völlig außer Kontrolle.